Hallöchen zu Mafia 2, der Vorgänger zu dem bald erscheinenden Mafia 3 und der Nachfolger des Super Vorgängers, wollte ich jetzt gerade sagen, des Superspiels Mafia 1. Ja, warum spiele ich das Spiel? Ja, weil ich spielen will. Und ja, und ich hoffe, dass ihr da auch genauso viel Spaß habe wie ich. Ich hoffe, dass die Qualität ein bisschen besser ist. Das ist jetzt der gefühlte 100. Versuch. Und nie hat es irgendwie geklappt mit dem Sound, dass der Spielsound gut rüberkommt. Und wieder konnte man die Leute nicht hören, wenn sie geredet haben. Oder es war irgendwas dazwischen, irgendwas zu laut. Und ach, ich weiß auch nicht. Ich hoffe, dass es diesmal geklappt hat. Dass ihr mich versteht, dass ihr den Spielsound versteht. Ja, es ist nicht 7, 8, 9 zu 1 oder Dolby Digital oder Dolby Surround. Es ist einfach nur Stereo aufgenommen, da das meiner Meinung nach irgendwie ganz gut funktioniert. So, genug gelabert. Wir fangen einfach mal an mit der Story. Und wie ihr seht, habe ich schon mal was angefangen, um das alles zu testen. Ja, aber wir fangen ganz neu an und ich hoffe, wie gesagt, dass ihr alles versteht. Dann fangen wir mal an. Also, wir fangen an mit Mittel. Das ist so ein ganz guter Mittelweg. Leicht ist mir zu leicht. Und schwer wird mir wahrscheinlich zu schwer sein. Also, ich bin jetzt kein Pro in dem Game. Aber wir werden mal gucken, was wir im Mittelteil schaffen können. Also, auf geht's. Beim Laden einer bereits abgeschlossenen Mission geht der Speicherstatus der aktuellen Mission verloren und du musst die gewählte Mission neu beginnen und wirklich fortfahren. Natürlich, wir fangen ganz komplett neu an. So. Jetzt, ja, und so weiter. Das war ja zu schnell. 2K Games in 2K Tschechien. Präsentieren. Mafia 2. Also viele Sounds sind auch ein bisschen leiser, weil ich einfach wegen rechtlichen Schutz nicht alles angemacht habe. Musik zum Beispiel ist komplett aus. Nicht, dass ihr euch wundert. Ich heiße Vito Scaletta. Geboren auf Sizilien, 1925. Der Knirps, das bin ich. Da stehe ich mit meinen Eltern und meiner Schwester Francesca vor unserem alten Haus. Viel weiß ich nicht mehr von der alten Heimat. Nur, dass wir kaum über die Runden kamen. Irgendwann hatte mein Vater die Schnauze voll und wir zogen fort. Weg von Sizilien, über den Ozean, um in Amerika ein neues Leben zu beginnen. Eine Stadt wie Empire Bay hatte ich noch nie gesehen. Sie war grandios. Andererseits hatte ich auch noch nie etwas so Dreckiges und Widerliches gesehen wie das Scheißloch, in dem wir hausten. Der amerikanische Traum. Eher ein Albtraum. Mein Vater nahm für einen Hungerlohn eine Arbeit im Hafen an. Ein Knochenjob. Und die paar Kröten, die er verdiente, hat er gleich wieder versoffen. Meine Eltern schickten mich auf die Schule. Ich sollte die Sprache lernen, was unter lauter Einwanderern kaum möglich war. Dort traf ich Joe. Vito, mach schon, beeil dich. Mit der Zeit wurden wir die besten Freunde.
Und da wir beide arm waren und Arbeitsplätze rar, Scheiße, machten wir zwei uns selbstständig. Stehen bleiben! Polizei! Halt! Vito, hier lang! Wirf das Ding her! Stehen bleiben oder ich schieße! Oh, Scheiße! Okay, du Dreckschwein! Beine auseinander, Scheiße, und Flossen an den Zaun! Tut mir leid, Vito. Tja, in dem Fall lief's nicht so gut. Das war 1943. Amerika war im Krieg. Und für die Invasion Siziliens brauchte die Army Leute, die Italienisch sprachen. Ich war 18. Und alles erschien mir besser als Knast. Warum nicht die alte Heimat besuchen? Kapitel 1: Die alte Heimat. Sizilien, Juli 43. Operation Husky. Ich war bei der 504. Fallschirmjäger-Division. Am 11. Juli sollten wir über der Südküste Siziliens abspringen. Doch wir gerieten in Flakfeuer und mussten vorher aussteigen, über Feindgebiet. Nur drei von uns kamen durch. Ohne die dortigen Partisanen hätten wir keine Chance gehabt. Als Mussolinis Truppen in die Stadt einfielen, um den Widerstand zu zerschlagen, war es an der Zeit, uns zu revanchieren. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. Halte. Okay, Skeletor. Schalt ihn aus. Traditori! Pensavate di poterci prendere in giro? Di tradirci? Avete pensato male? Scheiße, worauf wartest du? Leg den Kerl auf der Treppe und... Wir müssen die Balkone säubern, Skeletor! Schaff mal zu, hinter den Sandsäcken! Ich geb vor, dass ich mal die Waffe mache. Senti morti! Also a dir! Ich hab was für dich! Sie ziehen sich zurück! Los! Auf mein Zeichen! Scheiße! Hier rauf, Skeletor! Gesù! Aia! Corporal? Der Mann hat doch mehr verdammt mit dem Arsch. Du und Williams, ihr hebt das Maschinengewehrnest aus und sucht dann die Gefangenen. Wir brauchen jeden Mann! Spare du con lui, tu è amato! Hier ist kein Durchbruch! Maschinengewehr hätten wir gefunden! Vorsicht! Was ist denn gerade los? Genau, lass ich mich abschießen. Wenn du eine Handgranate hast, Skeletor. Der ist jetzt scheiß angebracht, sie zu werfen! Schmeiß eine Handgranate ins Fenster! Scheiße! Skeletor, noch alles dran an dir? Sieht so aus. Da kriegt er einen Arsch hoch. Wir müssen weiter. Ich komm ja Nimm schon so viel Munition wie möglich. Scheiße, ist vielleicht unsere Seht letzte Chance. Seht das an. So, da ein bisschen was von ein bisschen was looten, das ist immer gut. Könnt ihr mich mal durchlassen, dankeschön. Nicht. Nein, gut, alles klar. Gut. Vielleicht sollten wir das hier nochmal mitnehmen. Also, man weiß ja nie, wofür man verbraucht. Gut, das geht anscheinend nicht mehr. Okay. Noch irgendwo was? Nein, gut. Auf der Treppe! Da, ich mag jetzt die Treppe! Pass! Oh, das macht Laune! Die Gefangenen haben sie wohl oben. Säubert den zweiten Stock. Na, Skeletor, du gehst voraus.
bin hinter dir, Mann. Non ci potete fare. Meine Bande! Da sind aber noch mehr, so wie ich das mal vorher gesehen habe. Na! Okay. Die Tür, Skeletor. Tritt sie ein. Muss ich das jetzt machen, oder was? Was ist, wenn ich getroffen werde? Arrenditi, o gli faccio saltare il cervello. Anscheinend geht's hier entlang. Los! Keine gute Idee, dabei kommt. Los, schnell wieder rein! Ist da gerade einer aus dem Fenster gefallen? Nein, mit dir, Skeletor! Ich geb dir Feuerschutz! Und los! So, sind noch irgendwo welche? Nicht? Nein. Abo dei fascisti! Arrivano abo dei fascisti! Puttana, le porte! Los, schnapp dir das Maschinengewehr! Veneta! Wenn die Typen reinkommen, sind wir dran! Dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto! Non sparate, pecciotti! Che diavolo sta dicendo? Chi si crede di essere? Un offerto da fare! Ma è davvero Don Calò? Quello è finito! Cacetto! Un congè quando si amareta come cuscino. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete. No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovresti ascoltare i consigli di noiacci del posto. Ce la andiamo. Sapete che potete affidarvi di me. Che ne dite, eh? Don Calò, der Kopf der sizilianischen Mafia. An diesem Tag ergab sich eine ganze Garnison. Warum? Weil er es sagte. So, der Krieg ist aus. Das ist schön. Kapitel 2. Trautes Heim. Glück allein. 2 Jahre später, Empire Bay. 8. Februar 45. Aber mein Glück verließ mich 45, als mir die Nazis eine Kugel ins Bein verpassten. Das war nicht mehr so lustig. Ich lag eine Weile im Lazarett und dann bekam ich einen Monat Heimaturlaub. Immerhin, besser als nichts. Vito, hier bin ich. Joe. Hey, willkommen zu Hause, Alter. Woher weißt du? Ich hab so meine Quellen. Komm, steig ein. Netter Schlitten.
Ja, sozusagen Dienstwagen. Ich weiß, du willst nach Hause, aber jetzt gehen wir erstmal ein Bier trinken. Gute Idee. Falls ihr euch jetzt gerade wundert, warum kein Hintergrundsound ist, das ist gerade allgemein. Empire Bay. Hast du es vermisst? Ist der Papst katholisch? Nicht, dass mir diese Stadt je etwas geschenkt hätte, aber alles ist besser als ein Schützengraben. Warum ist hier bloß so ein Mistwetter? Angeblich ist es der kälteste Winter, seit gemessen wird. In der Zeitung steht, dass es noch ein paar Wochen so bleibt. Aber ein Drink wird dich aufwärmen. Wie lange ist es her, dass wir das letzte Mal ein Trinken waren? 2 Jahre? Fast 3. Auf Tony Sacellis Party, richtig? Das letzte Mal war es auf der Beerdigung deines alten Herrn, Vito. Kurz vor deiner Abfahrt. Das weißt du doch. Ah, 5 Minuten und schon sprechen wir über meinen Alten. Können wir bitte das Thema wechseln? Erzähl, Alte. Wie war's denn so da drin? Ich habe immer Zeitung gelesen, um auf den Laufenden zu bleiben. Und du weißt ja, wie ungern ich lese. Ja, ich weiß. Ihr habt Mussolini fertig gemacht, was? Gewissermaßen. Wir hatten ein wenig Hilfe von dem Typen namens Don Callow. Ohne Scheiß? Don Callow? Von dem habe ich schon gehört. Wirklich? Ja, ich kenne Typen wie ihn. Mafiosi. Arbeitest du für sie, bist du wer. Scheißt du sie an, bist du tot. Dann bist du ja schwer beschäftigt. Ja, und du hast sogar einen Orden gekriegt, oder? Von General Patton persönlich. Wow, ein echter Kriegsheld, ha? Und dann hast du ein paar sizilianische Bräute geknallt und musstest heim, ha? Ja, von wegen. Die alte Heimat. Hier kannst du alles fühlen und niemand schert sich drum. Was für ein Land. Auf die USA und darauf, dass du wieder da bist.